Moin Moin Leute, willkommen bei Let's Play UFM mit Rapid Radkau. Unser gestriges Fun Cup Spiel, was nicht gespielt werden konnte, weil der Kollege zu wenig aufgestellt hatte, konnten wir am Ende dann doch noch 3-0 für uns entscheiden. Und ja, ich würde sagen, gucken wir gleich direkt rein. Gegen 7. FC Vini. In der Rapid Arena. Eine 0 Auslastung, da wir das Stadion repariert haben, aber da wir eh keine Einnahmen von Fun-Cup nehmen, ist es ja ziemlich egal. Stärke 87 gegen 95. Hinspiel 3-1. Verloren. Na, 12. Minute jetzt, Chance. Berzot kommt jedoch nicht am Torwart vorbei. 17. Minute wieder eine vergebene Chance. Wieder für die Gäste. Rodriguez scheitert am Torhüter. Axel von Eschenbach mit unserer ersten Chance in der 27. Minute. Und direkt nach dem Wiederanpfiff. 47. Minute 1-0. Rodriguez per Kopf die Gäste führen. 74. schon gelb. Dann hat die Pau Chancen liegen auf Seiten der Gegner. 78. Minute die Entscheidung, oder? Rodriguez mit dem Doppelpack wieder per Kopf. Ich denke mal, das war's. 89. Minute nochmal Rodriguez per Chance. Ja, und dann war's das. Eieiei. Also 2-0 verloren. Chancen ganz klar auf deren Seite. 6-1. Zurecht verloren von Rapid. Und wir sagen, gehen wir direkt in den Fun Cup. Wir sind gegen den Tabellenletzten in der Gruppe, den FC Jumbo. Müsste man, wenn man weiterkommen will, muss man hier die 3 Punkte einfahren. Und wir sagen, legen wir auch direkt los. Hä? Oh mein Gott, das war ja ein Ligaspiel eben. Warum haben wir da keine Einnahmen gekriegt? Und warum sind im Fun Cup denn welche da? Falls es einer weiß oder so, kann er mir gerne schreiben. Wie gesagt, Stärke 92 gegen 83. Wir müssen jetzt hier die 3 holen. Dritte Minute. 0-1 im Thebe. Achte Minute, erste Chance von Hosina. 10. Minute. Arribas. Also muss auf jeden Fall der Dreier her. Ganz klar der schwächste Mitkonkurrent in der Gruppe. Dann muss man den Dreier holen. 33. Minute. 1-1. Niklas Hosina. Sehr gut. Auf den Jungen kann man sich immer verlassen. Halbzeit. 53. Minute. 2-1. Wieder Hosina. Der Junge ist echt Gold wert. Wenn man sich auf einen verlassen kann, ist das entweder Axel von Eschenbach oder Heusener. Die Entscheidung oder der... Die Entscheidung, denke ich mal. 3-1 Arribas. Mehr als verdient hier die Führung jetzt. Fantastische Stimmung, wie immer bei Rapid. 85. Da kommt noch das 4-1. Hosener macht den Hattrick perfekt. Und noch ein Tor. Kommt das 5-1? Nein. Skandalidis per Kopf. Also wenn wir kriegen ziemlich viele Gegentore per Kopf. Also. Naja. 4-2 gewonnen. Warum waren beim Ligaspiel denn keine da? Das verstehe ich nicht. Da gehen 60.000 durch die Lappen, die wir auf jeden Fall brauchen. 9-3 Chancen, mehr als verdient gewonnen. Wir haben den Spiel, hatten zwei Heimspiele hintereinander, glaube ich. Wir konnten, wie gesagt,
nicht gewinnen, verlieren 2-0. Mokka holt einen Dreier wie erwartet gegen Grasshoppers, Beetzendorf. Damit sind sie einen Punkt wieder vor uns. Eichenau hat, glaube ich, nur einen Punkt geholt oder so. VfR Eichenau konnte 2-0 gewinnen. Sind da aber auch immer noch nicht genau raus. Und gucken wir nächsten Spieltag. Oh, wir spielen gegen Motor Ex in den Tabellenvierten. Da wird es wohl bestimmt dann wieder eine Niederlage geben. Und Mokau gegen Mildorf. Hattenstärke. Wo war das jetzt? Hattenstärke 85. Aber sind Fünfter, also. Bitte, Mühldorf, hol da den Dreier. Also morgen vielleicht ein Pech. Baut Mokau den Abstand auf 3 Punkte aus. Danach spielen gegen Lufti United, gegen den ersten. Sieht nicht gut aus. 27. Spieltag. Klosterfeld, da könnten wir einen Punkt holen. Ja, Mokau gegen Eichenau. Das ist ein gutes Duell. Wir müssen jetzt mal so einen Überraschungssieg nochmal gegen so eine etwas stärkere Mannschaft holen, dann läuft das. Natürlich ein bisschen dumm von mir, dass ich das Stadion repariert habe, obwohl wir zwei Spiele habe ich nicht drauf geachtet. Ist ein bisschen blöd. Unsere Gruppengegner haben Oberpfalz-Nabtal Hinspiel 3-2, wurde noch nicht angepfiffen. Das war eine Überraschung. In der aktuellen Blitztabelle sind wir sogar Tabellenerster. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen, auch wenn schwere Zeiten bei Rapid vorausstehen. Und ja, schaltet wieder rein, man sieht sich.